Ah. Ich weiß nicht, ob man mit so einer offenen Wunde draußen sein sollte. Verena, das Wetter heute, kann man mit so einer Wunde rausgehen oder eher nicht? Ich weiß nicht, kann ich mit so einer Wunde hinausgehen? Ja, es gibt viele Möglichkeiten, was die Kostüme anbelangt. Eines kann ich nur verraten, ich liebe Halloween, weil nämlich da kann man Süßigkeiten essen ohne Ende. Oh, ich hatte schon 9 Wochen keinen Zucker und man sieht es überhaupt nicht, dass ich so viel Zucker schon zu mir genommen habe. Es finde ich ganz schick. Schauen wir uns mal das Wetter von heute an. Wir starten relativ ungemütlich noch in den Tag hinein, vor allen Dingen, was so den Raum Oberösterreich, aber auch Niederösterreich betrifft. Da hängen so richtig schön die Wolken und auch in der Steiermark, da kann es auch vereinzelte Regenschauer geben. Aber im Großen und Ganzen, sonst im restlichen Österreich, gibt es einen Sonnenwolkenmix. Am Nachmittag wird es dann deutlich freundlicher bei uns. Wir kriegen nämlich immer mehr Sonnenschein. Die Wolken verziehen sich langsam und teilweise gibt es sogar Strahlen, den Sonnenschein, hier zum Beispiel in Tirol, bei Tageshöchstwerten um die 15 Grad. Wien und Burgenland kriegen wir Tageshöchstwerte um die 11 Grad. Werfen wir einen Blick auf die nächsten Tage. Morgen kann man sich so richtig schön ausschlafen. Wir kriegen nämlich in der Früh noch Nebel und dann so Temperaturen um die 16 Grad, in der Früh so um die 3 Grad und in den nächsten Tagen, vor allen Dingen was den Donnerstag betrifft, da wartet dann ein bisschen winterliches Wetter auf uns, denn nämlich die Schneefallgrenze, die sinkt hinunter auf bis zu 800 Meter, ja, und am Donnerstag kriegen wir nur noch Tageshöchstwerte um die 11 Grad. Happy Halloween!